Jo, grüß euch, liebe Freunde und Zuschauer von Alpine Momente. Ich bin da heute mit der Theresa in Hintersee. Wir wollten eigentlich da raufgehen, aufs Holzeck heißt das, und dann den wunderschönen Grat führen gehen. Aber wir haben aus bestimmten Gründen einen Plan B ins Auge fassen müssen. Und dementsprechend ist der Plan B noch ein der hohe Zinken, gell? Gewesen, und nachher sind wir noch aufs Osterhorn, das ist der Namensgeber der Osterhorngruppen. Und die Tour zeigen wir euch jetzt und vor allem auch, wie es zu der Entscheidung zum Plan B gekommen ist. Viel Spaß kommt mit bei der Tour. So, da kann man jetzt an über den Steig gehen oder über die Forststraßen. Der Steig ist natürlich netter. Dahin kann man noch einmal über die Straßen her müssen. Und jetzt geht's durch den Wald. Ja, da unten sind wir jetzt schon wieder rausgekommen von dem Steig und da trennen sich jetzt die Forststraßen. Rechts geht es zur Gruberalm und links auf die Genneralm. Und da geht es noch gleich wieder rechts rein zum Steig. So, da hinten sind wir jetzt hergekommen, voll der nette Steig. Da queren wir jetzt gleich noch einmal die Straßen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Genau, da geht es nachher wieder da hinten rein. Da hat es einen Baum putzt, ja. Da vorne durch den Wald sieht man jetzt zum ersten Mal unser Ziel, das ist das Holzeck. Und über den ganzen Grat gehen wir dann zum Königsberghorn Viere und fahren nachher wieder oben. Und dann müssen wir aber wieder zurück retour gehen. Da geht es noch einmal steil durch den Wald auf und nachher sind wir wieder auf der Straße. Ein bisschen geht es noch rauf, nachher sind wir bei den Genneimer. Vielleicht sieht man es, ich schwitze. Das hängt damit zusammen, dass da eigentlich echt Bockstücke rauf geht. 350 Höhenmeter haben wir jetzt gemacht. Und jetzt sind wir heraus aus dem Wald. Der ist aber zumindest schattenspendend, also im Sommer echt eine gute Alternative zum Forstweg da rauf. Und da ist jetzt nicht mehr weit zu den Genneimer. Vor der Therese geht zur Viere, da rechts auf ist das Gennerhorn. Quasis. Ich bin auch gespannt, wir gehen jetzt zuerst einmal gerade Viere Richtung Genneralm und nachher geht es da auf, aufs Holzeck und dann da den ewig langen Grat zum Königsberghorn Viere. Und ewig zurück zum Otto. Ja, brutal. Das wäre eine gewaltige Tour, he? Schusternage. Ja, jetzt sind wir da einmal herum. Und da vorne ist das Holzeck, unser Ziel. Da müssen wir mal schauen, wie es da rauf geht. Da. Da vorne ist ein Wegweiser. Auch noch Weg. Schauen wir mal. Ja, also Aufstieg, Holzeck gesperrt wegen Steinschlag. Folgendessen machen wir das Holzeck von da nicht. Schade. Genau. Aber
Es gibt ja einen Plan B. Hoher Zinken und Osterhorn. Osterhorn ist der namensgebende Saumugel von der Osterhorngruppe und da zwölfen wir jetzt schon auf, gell? Schwesterherz. Über 100 Höhenmeter mehr. Ja, brutal. So machen wir das. Jetzt kommt der scheiß Traktor da hinten daher, da hast du auch nie eine Ruhe in den Berg. Das ist ja ein Wahnsinn. Jetzt wollte ich da die Osterhorn-Expertin fragen, wo man da auf den Zinken rauf geht. Erzähl uns das jetzt einmal. Da oben und da rauf. Wo rauf? Warte mal, schau mit der Kamera. Glaubst du da? Da wahrscheinlich. Da geht's oben. Dann da oben rauf. Ist der Weg, oder? Mhm. Und dann rauf, dann sind wir am hohen Zinken. Ist das so? Ja. Danke. Ja, da geht's jetzt halt echt einmal kurz so. Voll der schöne Baum. Schaut euch den einmal an. Und da fahren zu den nächsten Schütteln. So, da sind jetzt in unserem Mugel angeschrieben. Hoher Zinken in 1/4 Stunden. Geht's da nach links. Bis jetzt voll der gemütliche Wandermugel. Verlaufen kannst du auch nicht. Eine Markierung. Nächste Markierung da hinten, noch eine Markierung, da eine, da vorne eine. Also ich glaube, die Markierungen sind sogar blinder. Sind wir richtig? Hast du wieder eine Markierung gefunden? Da bin ich schon froh. So, jetzt wird es frei. Also echt, alles eine ganz einfache Mugelwanderung, aber schöne Aussichten auf die ganzen Mugel da in der Osterhorngruppe hast. Da hinten ist der Grat vom Holzeck zu so einem Zwischenmugel. Und nachher ist der Königsberghornmugel. Und das wollte man eigentlich machen, aber ja. Da ist halt wegen Steinschlaggefahr gesperrt. Da hinten das Gennerhorn, dahinter ist das Gruberhorn und der Regenspitz. Die Tour habe ich schon gemacht, verlinke euch oben und auch unten in der Beschreibung. Und da geht es weiter auf den Mugel. Da oben ist ein Gipfelkreuz, juhu! Bis da aus der Mugel raus ist. Oh, schau, 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 Enzian. Und 12 Uhr. Wahnsinn! Alles Enzian. Voll schön. Ja, wir sind da jetzt am hohen Zinken herum. Das ist der erste Mugel, wunderschön. Ganz einfach zum Erreichen. Knappe 1000 Höhenmeter sind es von unten, von Lemmerbach daher. Und wir gehen aber jetzt gleich weiter auf das Osterhorn. Weil nachher haben wir das erledigt. Und nachher können wir nachher ein bisschen nach außen essen, chillen. Und dann gibt es richtig spektakuläre Aufnahmen. Auf jeden Fall Osterhorn. Direkt durchfahren.
voll schön. Da vorne siehst du jetzt erstmals Wolfgangsee runter. Da hinten der Schafberg. Mein Berg. Ah, da geht es noch ein Tunnel ein bisschen runter. Da vorne ist noch einmal eine Weggabelung. So, ja, man sieht es, das ist der Osterhornsattel, 10 Minuten um auf dem Gipfel. Rückblick zum Osterhornsattel, da hinten ist der hohe Zinken. Und durch die Latschen geht es jetzt dann auf den Gipfel, unschwierig auf. Im Sommer, wenn die Sonne heizt, sicherlich sehr unangenehm. Herr Keilschwester Herz. Osterhorn! Juhu, wir sind am Berg. Gewaltig! Gewaltig! Habe ich ja überhaupt nicht reinsagen müssen. Juhu! Ich glaube, wir sind am Watzmann, schau. Watzmann Süd. Klingelingeling. Oder dieser Gerte. Ja, brutal. Sehr schön. Oh. Da könnte es jetzt weitergehen und da kannst du bis zum Wolfgangsee rausgehen. Das ist ein ziemlicher Hatscher. Das sind die streng geschützten Osterhorngruppenameisen. Kaiser Franz Josef Jausen, gewaltig. Oh, Kaiserjagergeschichte. Mahlzeit. Mahlzeit. Ja, ziemlich windig ist, ich hoffe, es versteht es mir. Da hinten ist der Wolfgangsee. Das Salzkammer gut Berg da hinten draußen auch überall. Und wir halt jetzt sind mitten in der Osterhorngruppe. Der Ausblick ist gewaltig. Wir haben heute natürlich die Fernsicht ein bisschen bescheiden, aber wir sehen eigentlich rundum. Ganz gut, ich hoffe, ihr seht auch ein bisschen was. Der Vorteil ist natürlich beim heutigen Wetter, wir sind da auf unter 1800 Meter und wenn es da heiß ist, dann brennt es her und dann gehst du wirklich ein. Und dadurch, dass es heute eben vom Wetter her so ist, wie es ist, ist angenehm für uns. Der Wasserverbrauch auch eher gering, also richtig, richtig coole Tour. Ja, wir gehen jetzt dann vom Osterhorn wieder retour zum Hohen Zinken über den gleichen Grat, wie wir gekommen sind. Was vielleicht auch noch interessant zu wissen ist für die, die noch nicht so oft da in der Gegend gewesen sind: Die Osterhorngruppen bietet sich wirklich super an, dass man der Gruppe einmal einen Besuch abstattet. Ihr könnt da Touren von bis machen. Wenn einer jetzt nur die Kondition für 600 Höhenmeter hat, dann geht er halt zum Beispiel auf den Feichtenstein rauf. Wenn einer Kondition für ungefähr 1000 Höhenmeter hat, dann geht er halt da vorne auf den Hohen Zinken. Wenn einer für 1150 Höhenmeter die Kondition hat, dann geht er da um und nachher geht er gleich wieder retour. Wenn er Kondition für 1400-1500 Höhenmeter hat, dann gehst du halt da irgendwie weiter und gehst wieder retour. Und so kannst du deine Touren da eben wirklich x-beliebig ausdehnen. Je nach Können und individueller Stärke. Und die Landschaft ist wirklich ein Traum.
Es ist wirklich genial, es ist so abwechslungsreich. Man sieht so viel. Irgendwie schon eine interessante Stimmung. Oben uns die Wolken ziemlich finster und da vorne ist jetzt der hohe Zinken. Also es sind echt zwei wunderschöne Aussichtsberge. Wir werden da jetzt noch ein paar Aufnahmen vom Abigehen machen und unten im Tal machen wir nachher noch ein Resümee. Ja, so, das Alpinteam Austria war da auch schon herum am Hoch und Zinken. Gewaltig, sage ich da, gewaltig, liebstes Alpinteam. Lindi, warst du schon mal da? So, jetzt machen wir mal ein Beweisfoto, dass wir da auf dem Hoch und Zinken herum sind. So hoch. Am Berg. Sehr schönes Tempo hast du. Sehr schönes Tempo. Ja. Ja. So. Ja, also wir sind jetzt bald wieder beim Auto, wenn meine Uhr stimmt, dann haben wir beim Auto ungefähr 15 Kilometer zurückgelegt und fast 1200 Höhenmeter im Aufstieg. Und die Resi-Mu macht jetzt das Resi-Mäh zu der Tour, gell? Also erzähl mal. Ja, nett war's, schön war's. Kann man auch bei schlechtem Wetter machen, also sonst viel regnet es nicht unbedingt. Dann, wenn es zu heiß ist, gehen die nicht offen mit den ganzen Latschen und dem Zeug. Lange Hosen, wenn du am Boden schaust, man hat sie sehr zurückgeschnitten, aber zum Teil sind da die ganzen Äste und so, schaut auch nicht. Genug für zum Trinken mitnehmen. Jausen ja, mitnehmen. Dass der Bruder nicht verhungert, ja. Genau, ja. Und ansonsten, richtig schwer ist die Tour nicht. Man kann einkehren bei den Gendalmer, das ist ein Stützpunkt. Und nachher gibt es oben auch nachher noch mal so eine Wasserauffüllmöglichkeit, so einen Brunnen. Im Sommer ist es im Wald immer sehr schön kühl, wenn es richtig voll heiß ist. Genau. Ja. Mhm. Und man kann halt, wie gesagt, das habe ich vorher schon gesagt, die Touren nach Lust und Beliebe kann man das Ganze erweitern und kombinieren, je nach seinem Konditionsstand. In dem Sinn, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, Kommentarfeld unten. Benutzen, bewertet das Video mit einem Daumen nach oben, Daumen nach unten und wer in Zukunft nichts mehr verpassen will und das noch nicht gemacht hat, Kanal abonnieren, Glocken aktivieren, dann kriegt ihr eine Erinnerung, wenn ein neues Video online geht und wie immer da auf der Seite geht es zu den nächsten Videos. Ciao, 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 ciao. Verzeichne. Bis zum nächsten Mal.